dabei? Haben wir ja hier mal die drei, beziehungsweise vier Akkuschrauber mal genauer unter die Lupe genommen. Was sind so die technischen Daten? Was hat man schon für Praxiserfahrungen gemacht? Was ist gut, was ist nicht so gut? Ja, und heute geht es dann einfach noch an den großen Test. Und zwar versuchen wir uns heute mal mit der Akkubohrer an verschiedene Schrauben. Von relativ klein bis groß. Und natürlich bohren wir auch noch ein bisschen. Und dann sehen wir wirklich, welcher Akkubohrer als erstes bzw. als letztes in die Knie geht. Genau, würde ich sagen, legen wir los. Was ich persönlich bei einem Akkuschrauber auch noch wichtig finde, wie hört er sich an, wenn man Vollgas gibt? Ja, wir sind uns jetzt eigentlich einig, dass hier der Makita noch einen besten Klang hat, wenn man es so ausdrücken kann. Der surrt eben einfach schön leise vor sich hin. Ja, hier der Bosch, der grenzt zwar schon ein bisschen so am, also er ist schon so leicht am Grenzbereich, was dann schon wieder sich ein bisschen unangenehm vielleicht anhört auf Dauer. Aber da haben wir hier den Berner, der ist wirklich am höchsten, also der zielt richtig im Ohr. Wenn man den auch ans Ohr ranhebt, dann tut es auch ein bisschen weh. Also der hört sich auf jeden Fall am lautesten, am komischsten an, würde ich mal sagen. Der ist auch nicht ganz leise, aber hat dafür auch die höchste Drehzahl. Das macht natürlich auch nochmal was aus, weil der Makita dreht ja auch viel langsamer. Bei den niedrigen Drehzahlen sind die hier natürlich auch leiser. Als ersten Test tun wir hier jetzt mal mit einem 13er Bohrer hier in den 6 cm Fichtenbalken einfach jeweils 3 Löcher bohren und dabei die Zeit stoppen. Und 3, 2, 1, los. Ja, gebraucht haben wir 13,6 Sekunden. Hat mich jetzt erstaunt, dass er doch ein bisschen schlapp gemacht hat, weil sonst er eigentlich so bei 8, 10 mm und Schrauben kommt richtig gut rein. Das hat mich jetzt echt überrascht. Ja, schauen wir mal, wie sie die anderen schlagen. Ja, der ging jetzt auf jeden Fall schneller rein, in ungefähr 9,87 Sekunden. Hatte zwar auch ein bisschen zu kämpfen, aber ging auf jeden Fall ein Stückchen besser wie mit dem Bosch. Fertig, los. Ja, 8,35 Sekunden, also jetzt im Test mal der schnellste. Ja, hier jetzt unser kleinster Akkuschrauber. Hier müssen wir auch dazu sagen, da das Futter ja höchstens 10 mm passt, packt, haben wir hier auch jetzt einfach nur einen 10 mm Bohrer. Aber ich denke mal, dadurch, dass der Akkubohrer im Gesamten auch kleiner ist, ist das einigermaßen fair. 3, 2, 1. Ja. Ja, man merkt, der Akkubohrer tut sich jetzt schon deutlich schwerer, beziehungsweise der schafft schon fast nicht mehr. Man merkt auch deutlich, dass der Akku sehr schnell schlapp macht. Ja, man kann es schaffen, mit dem 10er Bohrer noch ein paar Löcher zu bohren, aber auf Dauer ist das sicherlich keine gute Lösung. Was mir hier gerade noch beim Akkuwechseln aufgefallen ist, als ich hier mal hingefasst habe, der Akku hat sich jetzt schon nach den 3 Löcher a 10 mm deutlich erwärmt. Also der saugt den Akku wirklich schnell leer und wird auch wirklich sehr heiß. So, als nächstes machen wir jetzt jeweils 2 Löcher mit dem 26er Fräsbohrer hier. Fertig. Los. Thank you.
29 Sekunden. Also ich glaube, der hat so eine Abschaltautomatik, dass der sich nicht selbst zerstört, glaube ich. Ja, hat meiner auch. Ja, geht gerade so noch. Also es geht schon, wobei das dann auf Dauer auch im Getriebe, glaube ich, nicht so ganz gut geht, tut. Aber es geht. Fertig, los. Also der ging jetzt ohne Probleme durch, 16,5 Sekunden, hat eigentlich auch von der Leistung her nicht nachgelassen, ist nicht in die Knie gegangen, top. So, 1. Also fast gleich wie der Bernhard. Ungefähr gleich. Ja. Aber den wir dann schon schaffen. Gerade wer da hinten durchkommt. Ja. Mit viel Druck. Ja, und hier an unserem kleinen Makita lassen wir jetzt auch einfach gnadigerweise den 26er vorher noch weg. Einfach weil wir den Akku eben auch noch für unseren Schraubtest brauchen. Und ihr ja gesehen habt, der zieht die Akkus ziemlich schnell leer. Jetzt tun wir dann hier noch mit unseren drei Akkuschraubern. Wir haben leider bloß drei Leute, deswegen darf der vierte jetzt nicht mitmachen. Aber jetzt tun wir da einfach mal die Schraube reindrücken. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, jetzt geht es hier mit einer Sechskantschraube weiter. Die hat 120 x 6 mm und mal schauen, ob er die noch packt. So, das gleiche machen wir jetzt hier mit dem Bosch. Ja, der geht ohne Probleme rein. Ja, auf jeden Fall packt er das eigentlich. Riecht zwar schon ein bisschen, also schon nah an der Grenze, aber ist auf jeden Fall noch kein Problem. So, und das gleiche machen wir jetzt noch mit dem Berner. Dann hier jetzt noch zum Schluss der Ewald. Ein Stück geht noch. Ja, die ist drin. Riecht ganz normal, ist auch nicht warm, also funktioniert gut. Also hier haben wir jetzt eine 32er mal 6. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich hier der Bosch legt. Den Makita haben wir gleich rausgelassen, weil wir nicht glauben, dass er das packen. Wir wollen ja auch nicht kaputt machen. Deswegen fangen wir direkt jetzt hier mit dem Bosch an. Ja, Motor riecht auf jeden Fall schon ein bisschen, aber es ging trotzdem noch gerade so rein. Jetzt geht er über das zum Schluss rein. Ja, also jetzt vom ganzen Test haben wir einen Strich Akku weg von 2 Ampere. So, das gleiche machen wir jetzt mit dem Berner. Mal schauen, wie der sich schlägt.
Der ging wirklich ohne Probleme rein. Kein Murren und kein Knurren. Mal schauen, wie wir ihn wieder rauskriegen. Ja, ohne Probleme. Der hat auf jeden Fall richtig gut Leistung, besser als der Bosch. War aber eigentlich auch nichts anderes zu erwarten. Was hier jetzt auf jeden Fall auffällt, dass der auf jeden Fall mehr Akku verbraucht, weil wir jetzt hier auch einen 2 Amperestunden Akku haben, aber jetzt von 4 Balken schon 2 verbraucht. So, und jetzt wieder D-Wahl. Jetzt hat er auch einen Strich eingebüßt von der langen Schraube. Davor waren es nämlich auch noch 3. So, jetzt haben wir hier nochmal eine 6-Kant-Schlossschraube in der Länge von ungefähr 15 cm. Dicke haben wir so 9,5. Und schauen wir mal, wie sich da der Boss schlägt. Ja, also ganz kriegt man sie nicht rein. Jetzt fängt auch der Motor schon an zu stinken. Ne, da gibt er auf. Gucken wir, wie wir sie rauskriegen. Also die ging dann schon echt qualhaft rein, würde ich mal sagen. Mal schauen, wie er sich im weiteren Test schlägt. So, jetzt probieren wir es mal mit dem Berner, ob der besser reinkommt. Ah, ein Stück. Ja, der geht eigentlich auch, geht ohne Probleme rein. Mal schauen, wie es die Schraube rausgeht. Ja, auch kein Problem. Motor raucht nicht, stinkt nicht. Passt. So, und jetzt wieder der D-Wald. Ja, hier wird es jetzt bei meinem auch schon knapp. Aber hat es gerade noch so geschafft. Riechen tut mir nichts, aber man merkt schon, dass es drin so ein bisschen warm wird. Ja. Aber stinken tut es noch nicht. Also. Das ist eine 12er. Und hat. Halt, nicht ab hier. Ohne. Also, wir haben hier eine 18er. Und die ist, was haben wir gesagt, 12 dick. So, das Ganze hier mit dem Bosch. Mal schauen, ob er in die Knie geht oder ob er es teilweise noch packt. Ja, hier ist aus. Ich würde mal sagen, das Ende. Wird jetzt auch sehr warm schon. Man merkt, wie die Hitze ausströmt. Also hier ist auf jeden Fall beim Bosch aus. Jetzt schauen wir mal, wie es mit dem Berner klappt. Vielleicht schafft der das ja besser. Ja, mal schauen. Also ich denke mal, zur Hälfte könnte reinkommen. Ja, sehen wir. Fotos kommt er. So, und jetzt wieder zum Schluss der D-Wald.
Ja, bei dem ist jetzt hier mal Schluss. Ja. Nicht ganz so weit wie der Berner. Ja, aber doch ganz gut eigentlich. Ja. Man muss auch dazu sagen, die Schraube ist uralt, komplett verrostet und auch ein bisschen krumm. Das ist natürlich bei der Länge auch. So, das war's dann jetzt mal mit dem Test. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch. Ja, hat uns auch richtig Spaß gemacht. Danke, dass wir das zusammen machen konnten. Kein Problem. Das war jetzt auch mal interessant, in dem Test mal zu sehen, was der eigene Akkuschrauber so packt. Ja, hier, der Berner, muss ich auch wirklich sagen, bin sehr zufrieden damit. Hab den jetzt so gut seit einem halben Jahr. Das Einzige, was mich ab und zu stört, ist halt, wie gesagt, hier oben der Stufenwechsel zwischen Schraubstufe und Bohrstufe, da der manchmal klemmt. Ist aber eigentlich auch eher Meckern auf hohem Niveau. Bin ganz zufrieden damit. Passt alles. Und auch hier beim Bosch, den habe ich jetzt seit gut 2 Jahren und hält alles top. Die Akkus sind immer noch gut, haben keinen Energieverlust oder so. Bin auch wirklich sehr zufrieden damit. Ja, unser kleinster Akkubohrer, habt ihr ja selber gesehen, wie er sich bewährt hat. Er hat so die kleineren Dinger einigermaßen überwältigt, aber selbst bei größeren Bohrer tut er sich dann ordentlich schwer und bei großen Schrauben, die packt er dann wirklich gar nicht mehr. Also wirklich mehr für den Heimworker, der mal zum Spaß irgendwas Kleines machen möchte. Aber so dauerhaft in der Werkstatt tut man sich mit dem ja doch schon schwer. Ihr habt ja bestimmt schon oft gesehen, ich benutze den meistens, aber ich bohre meine Löcher wirklich immer vor und mit dem hier schraube ich dann auch wirklich nur kleineres an. Wobei man fairerweise auch sagen muss, der hier hat nur 10,8 Volt und die hier alle 18 Volt. Ja. Und der hier hat auch nochmal 0,7 Ampere weniger, was natürlich auch den schnelleren Akkuverlust ausmacht. So, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat der Vergleich gefallen. Wenn ihr mal wieder wollt, dass ich einen Vergleich mit euch zwei mache, dann gebt mal einen Daumen hoch. Dann sehe ich das auch. Und euch hat es auch Spaß gemacht. Ja, war richtig cool. Wenn ihr noch irgendwelche, Und wenn ihr dann noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ja. Dann können wir die euch beantworten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.